Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, nun sind wir schon 2 Wochen in Afghanistan und ich muss sagen, uns gefällt es sehr. Wir haben eigentlich keine Probleme bis jetzt gehabt. Auch diese Kontrolleure, die sind immer fair zu uns und freundlich. Manche sind jünger, unerfahren, andere älter. Mit den Eltern geht's meist besser. Die sind alle respektvoll. Nie hatten wir irgendein Problem, auch kein Sicherheitsproblem. Das, ja, also man kann nichts Schlechtes sagen. Wir haben es eigentlich bis jetzt gut erlebt. Und ja, jetzt geht die Reise weiter, und zwar nach Banyan. Zuerst mal, da schauen wir noch die Überreste dieser Buddha-Reliquien an. Und dann fahren wir nach Bande Amir und da treffen wir auf Seen. Die sind unglaublich, habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann geht's weiter Richtung Kandahar. Das ist dann ziemlich auf schlechten Pisten und das kostet uns viele Kraft. Und wir übernachten da auch 2 Mal und natürlich werden wir da auch immer wieder kontrolliert. Und schaut unbedingt den Schluss des Videos an, wo ich wieder von diesen Leuten kontrolliert werde. Und auch ein Mullah kommt dann noch. Und ja, es ist auch lustig. Also guckt bis zum Schluss und ja, okay, dann lassen wir los. Einen super Übernachtungsplatz, richtig mitten in Afghanistan. 100 Jahre sind die quasi zurück oder auch voraus, wie man es nimmt, auf jeden Fall. Hier sieht man die Welt aus der Vergangenheit. Ja, das muss ich euch zeigen, es ist so schön hier. Jetzt fahren wir da durch die, wie heißt die, Bayern? Bamian. 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 Ich nenne sie mal Bamian-Schlucht. Wieder so ein abgelegenes Dorf, aber die haben eine der wenigen Teerstraßen gut erreichbar. Die Afghanen bauen auch Motorräder, wo 3 erwachsene Personen Platz haben, wie da vorne. Welcome to Bamian City. Hier war natürlich wieder eine Kontrolle und ich musste all meine Daten in einem Buch eintragen oder in 2 Bücher. Ja, aber da war ein junger Mann von einem Shop, der Englisch konnte einigermaßen und dann wusste ich auch, wo ich was eintragen muss. Links ist die Karawanserei von Bamian. Die Karawanserei ist heute wegen Freitag geschlossen, also sie ist über 100 Jahre alt. So, wir bekommen hier eine Erklärung, wie hier gebaut wird mit diesen Bricks. Alles an der Sonne getrocknet. Sehr interessant.
diese Buddha-Statue ist, vielleicht kann man da direkt fahren oder eben da unten diese. Wir sind in Bamian angekommen, mitten im Zentrum schon. Wenn man jetzt die Autos wegdenkt, dann sieht es ein bisschen aus wie eine Westernstadt. Die Autos und die Stände. Das sind die Sehenswürdigkeiten von Bamian. Das war mal alles buddhistisch, weiß nicht, bis ins 8., 7. Jahrhundert. Und da gibt es ein paar Buddha-Statuen, die mal gesprengt wurden von der Taliban. Also wir stehen jetzt direkt vor einem ehemaligen Buddha, ein riesen Loch, über 50 Meter hoch. Jetzt weiß ich nicht, was die da renovieren, aber der ganze Felsen hier, Sandstein, hat ja Löcher. Wir wollen hier besichtigen, aber hier bei den Jungs sind unsere Fahrräder die Attraktion. Etwas weiter links sieht man, wie sie immer noch hier wohnen. Ja, das ist Kultur. Und entlang des Weges diese beiden stupaartigen Gebäude. Wir sind jetzt weiter ein Stück durchs Dorf und hier gibt es überall Felsenhöhlen. Und hier oben war auch mal ein Buddha gelegen, der heute in Kabul liegt. Ein liegender Buddha. Wir sind gerade in meinem Stand gelandet, da macht er Buloni, heißen die. Die schmecken wirklich sehr gut mit Kartoffeln und ein paar Kräutern. Und dann wird es irgendwie da noch im Öl gebraten mit diesem Öl da. Keine Ahnung, was da drin ist. Das ist dann das Endresultat und es kostet nur 10 Cent pro Stück. Das ist ja Wahnsinn, eventuell sogar weniger. Das wissen wir aber nicht. Jetzt fahren wir zum Berg Golgola, war mal eine Stadt da oben, die hieß Golgola natürlich. Und die wurde von Genghis Khan zerstört und alle Einwohner umgebracht. Und aus der Ferne grüßt nochmal der Share Golgola, der Berg Golgola mit seiner zerstörten Stadt. Ja, wir hatten Glück, denn wir dürfen auf unserem Schlafplatz jetzt auch noch die zweite Nacht bleiben. Der nahegelegene Bauer hat es uns erlaubt. Und hier ist unser Ausblick direkt hinüber zu den Felsenwänden der Buddha-Statuen. Das ist natürlich schon sehr schön. Die Kinder treiben da die Ziegen und die gehen nicht zimperlich vor mit den Tieren, leider. Hier hat es zwei neugierige Schafe, die meine Kiki toll finden. So, jetzt habe ich auch eine Ziegenherde. Wir wollen essen und suchen einen Parkplatz fürs Fahrrad, aber hier parkt man seine Fahrräder im Abwasserkanal. Wir haben uns mal wieder unter die Leute gewagt und sind jetzt hier essen in diesem Snackshop. Das ist der Burger für René. Das ist ein Imbiss. Also das, was die unter Hamburger verstehen, ist bei uns eher eine Rolle. Wir spazieren heute Morgen an dieser Mauer entlang und nein, dahinter ist keine Kaserne, sondern viele Menschen bauen sich hier Mauern, auch mit Stacheldrahtzaun, weil speziell
früher sehr viel gestohlen wurde. Seitdem die Regierung hier an der Macht ist, heißt es, da hat sich das total verbessert. Es wird also nicht mehr hier geraubt, gestohlen, über Mauern geklettert und eingebrochen. Das ist natürlich positiv für die Menschen. Wir sind weiter unterwegs und zwar zum Dragon Valley. Ja, was gibt's da Besonderes? Durch die Jahrtausende haben mineralhaltige Wasserquellen, haben schöne Felsformationen, Schloten und so weiter gebildet. Und das gehen wir jetzt anschauen zu Fuß. Ja, wir erreichen den Höhepunkt bald. Das letzte Stück laufen wir hoch. Diesen ganzen gespaltenen Berg hier nennen die Menschen den Dragon, den Drachen. Nur, dass er vorne kein Feuer, sondern Wasser spuckt, das hier in bunten Farben den Berg hinabfließt. Das da drüben ist dann wohl der Endpunkt, wegen dem sind wir hier. Schlammvulkane, da läuft's runter. Da hinten ist Bamian, man kann da eigentlich gut auch hochfahren, gibt eine neue Straße, ihr seht sie da hinten. Wir wollen noch ein bisschen laufen. Gleich nach diesem Häuschen ist hier eine Felsspalte, Erdverschiebung, zieht sich durch das ganze Ding durch, da bis da nach vorne. Pass auf, dass du nicht in die Spalte fällst! Oh je, ganz schön tief. Da vor mir liegt der Vulkan, der nicht mehr aktiv ist. Wir erreichen das Ende. Die sind hier alle ausgestorben. Aber da vorne, da, oh, da ist eine Quelle. Da gehen wir jetzt hin. Wegen dem sind wir hier. Einfach da mitten am Berg in der Spalte kommt Wasser raus. Hier gibt es überall diese Schloten. Wer weiß, wann die das letzte Mal, ein paar tausend Jahren, aktiv waren. Wir wollten eigentlich schnell was essen und dann hat uns jemand angesprochen. Jetzt sind wir bei ihm eingeladen, der kocht für uns. Das ist unser Koch da. Please, or do you want to be a little more? Spicy. Spicy a little bit. Very nice. Der haut sich mächtig ins Zeug da. Wir essen aus einem provisorischen Tisch. Afghanian-Style? Genau. Da kommt der Tee. Nein. But this is not my wanted. In Afghanistan it is the job of woman. Yes. But do this job, huh? Yes, but because both of you is very, very valuable for me. They have a lot of wallet for me. For this reason, so I prepared to both of you. Wir sind fast angekommen und gucken von runter und der See ist oberhalb. Stellt euch das vor, auf diesen flachen Felsen ist der See. Habe ich noch nie so gesehen, ehrlich gesagt. Ist ja Wahnsinn. Ja, gestern Abend sind wir spät an diesem Platz hier angekommen, ganz alleine. Aber es hat nicht lange gedauert, da kam ich, nennen Sie mal die Security, und er hat mit uns gequatscht. Ja, das seht ihr jetzt dann gleich.
Aber sie wollten, dass wir zu ihnen kommen. Wir haben gesagt, nee, hier ist auch sicher. Und jetzt sind wir hier geblieben. Vielleicht gehen wir nachher noch zum Tee. Ich habe mal einen Text vorbereitet. What's need you? What's need you? Need you? Nothing. We don't need. Everything we have. Nein, wir können einmal. Ich habe nein, Marek. Gut, um Schabin, die Mimo und Hof mich hin. Ich habe nein, Marek. Ich habe nein. 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 در خانه را خودمان ساختیم. در سفر سه سگ با خود داریم. Ach ja, wir sind hier übrigens auf 3000 Meter oben. In der Nacht war es 2 Grad, aber jetzt scheint die Sonne, dann wird es gleich warm. Glasklares Wasser auf diesem Bergsee in 2000 Meter Höhe, der geht da ziemlich weit nach hinten. Einmal gepfiffen, schon kommen sie. Also hier haben sich die Afghanen richtig ins Zeug gelegt, das sieht ja toll aus. Voll topmodern, gab einen Rundweg entlang dieses Felsens. So machen das die Afghanen mitten auf dem Weg, wird erstmal gefrühstückt. Thank you. Wow, es geht da nach hinten, die haben da richtig schön gebaut in den Hang hinein. Und da ist wirklich eine Traumstelle. Absolut hammergeil, hey. Glasklares Wasser. Die haben da einen schönen Gehweg angelegt, super. So schön, hier unten ist ein Biotop mit Vögeln und Pflanzen. Die Felsen, da oben stehen wir. Ganz oben sitzt ein Mensch, vermutlich einer der Taliban, die hier die Bewachung haben. Und ja, wir laufen hier ganz alleine durch diese Landschaft. Das ist schon sehr schön. Das ist das Spezielle an diesem See. Das ist nämlich wie eine Terrasse. Da fließt in Kaskaden hier das Wasser runter von dem oberen See. Ihr müsst euch vorstellen, gleich oberhalb ist der See. Das ist wie ein Staudammsee, aber er ist natürlich. Und da kommt es dann runter, da oben der See hat, der ist riesig, der ist groß. Also eine Naturstaumauer und dann fließt das Wasser runter. Da fließt es runter. Zum nächsten Traumsee. Und auch der ist eine Terrasse, nur der ist jetzt ganz klein. Und gleich da drüben, da stehen unsere neuen Freunde. Eine Französin und ein Holländer. Wunderschön ist es hier, nur leider, die Abfallsituation ist eine Katastrophe. Da fehlt es echt noch am Organisieren, dass die Menschen hier nicht wegwerfen. Ja, etwas weiter runter, eine Terrasse nach dem anderen, bevor es da unten wieder in den großen See geht.
Da fließt es runter. Also man kommt auch von dieser Seite dazu, super. Hier fließt das Wasser. Traumhaft. So, wir sind eingeladen von diesen Kriegen. Ja, jetzt waren wir gerade zu Besuch bei diesen Kriegern, sag ich mal. Und ja, der hat gesehen, dass ich da gestern ein Video gemacht habe. Und ich darf es veröffentlichen, aber ich muss das Gesicht unkenntlich machen. Also machen wir doch. Wir fahren jetzt auf die andere Seite des Sees. Bande Amir hat auch ein kleines Dörflein, eigentlich nur Händler hier. Wir fahren gerade an dieser Terrasse vorbei und stellt euch vor, da oben ist der große See. Aber noch mehr Seen rein. Ja, dahinter ist nochmal ein See. Wir fahren zum nächsten Platz. So, hier gibt es auch Reiter. Das erste Mal, dass ich hier jemanden reiten sehe. Hier kann man deutlich sehen, dieser Terrassesee, der wird hier zurückgehalten und fließt dann hier wasserfallartig runter. Also ein Naturstaudamm, habe ich noch nie gesehen so. Ach, Natur ist doch schön. Hier plätschert das Wasser vom See herab und das Moos schimmert in der Morgensonne. Wow. Dieser etwa 10-15 Meter große kalkhaltige Mauer hat sich gebildet aus Kalkstein vom Wasser her. So, die wächst vermutlich ganz langsam. Und wenn die jetzt brechen würde, würde der ganze riesige See da runter knallen. Krass, das ist jetzt unterhalb des Sees. Hier hat die Natur eine natürliche Staumauer geschaffen und da plätschert das Wasser runter. Wahnsinn. Wir fahren wieder zurück über Banyan und nehmen die Südroute. Wir sind in Banyan angekommen, haben noch kurz eingekauft, fahren aber gleich weiter. Thank you.
lasse ich mir hier mal einen tollen Mango Bananen Milchshake machen. Wir fahren raus aus Ban Miam und ab hier hat leider mein Mikrofon versagt an meine GoPro. Ja, jetzt wird halt nachvertont. Ja, hier mussten wir warten wegen einem Unfall. Vorne ist ein LKW in den Fluss gekippt. Kein Wunder, die laden auch richtig voll und hoch und ein Krane bergt ihn jetzt gleich da raus. Der wollte eigentlich, dass ich nicht durchfahren darf, aber ich machte ihm klar, dass ich da locker durchkomme. Und so konnten wir dann fahren, ohne stundenlang zu warten, worüber wir natürlich sehr froh waren. Dieses Tal ist da wunderschön. Es geht hier Richtung Gatni und ja, wir sind da unterwegs. Hier erreichen wir einen 3000 Meter Pass und finden ganz viele Frauen vor. Ihr wollt ja mal Frauen sehen, also. Ja, schön. Ja, ja. First of all, I thought maybe you are from India because you have a hoodie and. No, this is all from. I bought it from Mauritius. Okay. Ja, hier haben wir an, es hat also durchaus Frauen. Es ist gerade momentan sehr windig. Und die sind ziemlich offen, eine kann Englisch und die Guys können auch Englisch. Und wir sind natürlich immer voll im Interesse der Leute. Also es geht auch Hunde und Frauen. Ah, ist das schön. Thank you. Yeah, I'm leaving next week. Also die meisten sind von Afghanistan, die Jungen von Kanada. Seven women and two men. Ja, sechs Frauen in diesem Auto plus der Mann. Und wir fahren weiter Richtung Ghazni. Das Ziel ist dann die Hauptstraße, die von Kabul kommt und Richtung Kandahar geht. Und das ist dann auch unser Weg. Und jetzt läuft Musik. Ja, man findet schon schöne Übernachtungsplätze hier in Afghanistan und auch, wo man eigentlich ganz alleine ist. Außer fünf Schafherden mit ihren Hirten außenrum. Wir sind weiter unterwegs. Neuer Tag. Wow, wie eine Burg da, hä? Wenn man Wasser braucht, dann muss man einfach die Augen offen halten. Gerade da gesehen, der hat den Platz abgespritzt, dann habe ich gefragt. Habe da verschiedene Übergänge und jetzt wird mein Tank gefüllt. Es ist jetzt 11 Uhr morgens und da kommen die Mädchen aus der Schule, kleine Kinder ebenfalls. Das kann man hier auch reichen. Thank you.
durch den Ort gefahren mit dem schönen Namen Banana. Und was uns in der Gegend hier auffällt, sind ganz viele Friedhöfe, die so aussehen, mit ganz vielen Fahnen. Und wieder Schulkinder auf dem Nachhauseweg. Und ganz viele Schulkinder haben hier türkisfarbene Rucksäcke, das sind Spenden von UNICEF. Damit werden die Decken abgestützt und dann die Zwischenböden gemacht. Dieser gut befahrbare Teil der Teerstraße ist jetzt aber leider zu Ende. Und jetzt geht es auf der bisherigen Straße à la Schaukelpiste weiter. Und es staubt ohne Ende. Jede Lücke wird ausgenutzt zum Durchfahren. Egal, ob einer im Gegenverkehr kommt oder nicht. Der René macht es mittlerweile genauso. Respekt. Wir sind ja schon 3,80 Meter hoch, aber der... Und wir machen mal Pause hier in diesem schönen Steckerleswald. Männer treffen hier. Angie räumt auf bei den Männern. René hat gerade festgestellt, dass ihn der Bart deutlich älter macht. Aber Bart braucht man ja hier, so wie die Herren zeigen. So wäscht der Afghane hier seinen LKW im Fluss. Und dahinter pumpt der Wassertankwagen das Wasser aus dem Fluss. Und weiter geht das Abenteuer Nebenstrecke neben der Neubau. Teil der Nebenstrecke. Oh, durchs Wasser. Stau. Crazy, crazy dieser Verkehr hier. Aber die meisten lachen sogar noch dabei und grüßen freundlich. Afghanischer Straßenbau sieht so aus. Und daneben muss natürlich der Verkehr fließen. Auch die Tiere müssen hier durch.
Während wir uns hier abmühen über diese Straße, freuen sich die Kids rechts über die neue Straße und fahren da Fahrrad. Aber ich muss sagen, die Straße, die sie da machen, ist blitzsauber. Und yeah, wir sind wieder auf der neuen Straße. So sieht die aus. Zum Abschluss dieser grauenvollen Fahrt gehen wir mal was essen. Und hier sind vor allem Männer natürlich in der Raststätte. Ja, hier völlig abseits haben wir übernachtet, aber es ging nicht lange. Da kamen am Abend im Dunkeln immer wieder Leute, Motorrad, Autos, 6 Leute drin. Alle wollten sie was. Ja gut, irgendwann hatten wir Feierabend. Morgen um 6 kamen dann schon die nächsten, 6:30 wieder eine. Und jetzt hatten wir lange Ruhe, jetzt ja, kommt schon wieder eine. Ein Motorrad mit 5 Kindern drauf, Wahnsinn. Der Schlafplatz war kurz vor Gasny und da sind wir jetzt auch eingetroffen. Wir fahren eigentlich nur durch die Stadt, besuchen es nicht und hier ist das Tor von Gasny. René ist schon wieder beim Fototermin. Das sind Follower, die folgen uns sogar hier auf den Parkplatz. Ja, das gehört zu Afghanistan. Egal wo wir anhalten, sie kommen. Jetzt kommt die ganze Familie. So, jetzt ist die Familie komplett. He? Jetzt das obligatorische Foto. What's his name? Angie. Angie. Ja, mittlerweile hat sich bei uns hier die Frage geklärt, was in diesen rosafarbenen Säcken so übermächtig. Highway. Der hat seine Steine verloren. Eine Werkstatt nach der anderen. Wow. So, wir haben Feierabend gemacht, wir sind am neuen Übernachtungsplatz angekommen, leicht abgelegen und wir haben schon wieder Zuschauer da draußen. Tja, jetzt sind wir gerade am Essen. Der René muss sich wieder mal in der Nacht unterhalten mit Kontrolleuren der Mujahidi. Mit Händen und Füßen geht das. Auf Schweizerdeutsch und auf Farsi. Man versucht hier verzweifelt, wie denn hier so die Reiseroute ist, zu erklären. Ja, hi. La ilaha 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 la ila
René bekommt Unterweisungen in Gebetsketten. Ja, warte, weil er wieder ist. Und das da? Das ist für mich. Oh, was? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kann ich das nicht auf Schweizerdeutsch sagen? Der Herr ist gross. So funktioniert die Schweizer afghanische Verständigung irgendwie? La ilaha, aha, aha, so geht das. Ja, das war diese amüsante Begegnung. Und die reden natürlich immer in ihrer Sprache und so habe ich dann halt in meine geredet und wir verstehen uns eigentlich beide nicht. Und ja, es war amüsant auf jeden Fall. Ja, also, die Reise geht weiter. Es kommt dann noch ein Video von Afghanistan und dann sind wir dann schon bald mal im Iran. Das kommt dann im nächsten Video. Und im Moment sind wir in Kandahar und bei einer gastfreundlichen Familie, schön safe. Aber das dann im nächsten Video. Ja, gebt mir einen Daumen hoch und ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen oder eben unten einen Kaffee spendieren. Und herzlichen Dank für alle, die mir da schon mal was gegeben haben. Ja, das ist wirklich großzügig von euch. Und ja, wir sehen uns schon bald wieder und dann sage ich mal Tschüss.